Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und mal was, was ich eigentlich nicht so gerne mache, aber irgendwie habe ich da jetzt gerade Bock drauf. Weiß, macht gar keinen Sinn, diese Aussage. Aber irgendwie hat mich das nämlich gecatcht, nämlich Juice WRLD mit Trippy Red und Hater. Ist ein Song, der wahrscheinlich irgendwie zusammengemischt wurde. Produziert das ganze Ding bei Jane's Mind. Okay. Und dann kommt das Ding AMV. Ja. Bin ich nämlich ja wieder hellhörig, ne? Da muss ich ja sagen. AMV ist ja sowieso mein Ding. Juice WRLD und Trippy Red für mich. Oh, liebe ich ja schon die Kerle, die Musik, die die machen. Die beiden dann zusammen. Und das sieht auch ein bisschen emotional aus. Da bin ich doch dabei. Den gucken wir uns das ganze Ding mal an. Mal gucken, was wird. Was wird. Und wir gehen rein. Go. Oh, ey. How could you know, Jay? On that bitch drunk, on that bitch bar, in the studio, had to turn my phone off, working for a new car. Oh, ey, ich liebe diese Stimme einfach so sehr, ne? Zumindest auch ein bisschen verpixelt, also dafür, dass es 1080p ist? Also weck mich am Arsch. Also da haben die wirklich paar Songs wirklich durcheinander gemixt, ey. Also das ist crazy. Aber gut, das ist ja irgendwo normal auch, ne? Das ist so, finde ich, das merkt man aber auch bei Juice WRLD am meisten einfach, weil der Mann halt so viel in seinen Streams gezeigt hat oder auch so viel von ihm geleakt wird, wie bei gefühlt bei keinem anderen Künstler. Dass viele Leute da irgendwie immer was Neues zusammenmischen und irgendwo auch was Geiles rausmachen, muss man wirklich sagen, es hört sich geil an. So, ne, die Stimmlage, dieses Gechillte im Hintergrund, das ist schon geil. Ja, Trippy muss gleich reinkommen, ganz ehrlich, also, weil es geht schon richtig, also der, geiler Song. Muss ehrlich sagen, das AMV, der Anime, ich kenne ihn, so vom Sehen, also von ein paar Teilen, von ein paar Szenen, so, aber ich habe den noch nicht gesehen. Den könnt ihr auch gerne reinschreiben, ob ihr mir den mal anschauen sollte oder ob ich das lieber lassen sollte, weil ich bin da immer noch unschlüssig, aber auch gerade, weil ich noch ein paar andere Animes habe. Aber ich muss ehrlich sagen, wären diese verpixelten Dinger raus, könnte das so ein schönes Video sein. So, das ist halt für mich wieder zu viele Effekte, leider. Leider. Mann, dieser Mann, der hatte so viel Talent, Mann. Das fuckt einfach wieder ab, ey. Wenn man hört, was für unterschiedlich wie unterschiedlich der klingen konnte. Hätte man aber vielleicht noch ein bisschen besseren Übergang machen können. Bis jetzt war schon gut was rausgeholt.
Genau das wollte ich. Genau darauf habe ich gewartet, weil du hast bei Trippie Redd auch so viele Chancen, das einzubauen. Klar, es war sehr gut gemacht, ne? Also das auch so, ne, dass du so diesen Unterschied hast von Juice WRLD und Trippie. War auch schon cool, aber ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass so diese Stimmlage kommt, weil die ist mega geil. And I promise I'm the same. Trippie Redd, you know my name. Bitch, they say that I'm insane. I know your name, bro. I might play your fucking brain. Bitch, I fly just like a crane. Feel like I'm falling off a plane. Feel like I'm falling off a plane. And it big eyes on wings. And it's spitting all these flames. And it just lie like the lines. And it can lie like the lines. Shots on a drip. Bro, these... Ich liebe es, ne? Muss. Ich liebe ja die Stimme sowieso. Aber Trippie Redd auf Juice WRLD Stimme, das ist immer für mich. Weiß nicht, ob ich das Nostalgie nennen kann, wie ich das beschreiben soll, aber das ist für mich immer wieder ein geiles Gefühl. Crazy. Ja, videotechnisch. Wie gesagt, es ist ein AMV. Eigentlich will ich hier da ja dann auch ein bisschen mehr drauf gucken, aber da die Effekte ein bisschen zu extrem sind, fällt das wieder ein bisschen flach und natürlich auch, weil Juice WRLD und Trippie da drauf sind. Aber was ist das für ein Anime? Das ist ein Film, glaube ich, ne? Weil gefühlt jedes Mal, wenn ich sowas sehe, denke ich immer, okay, das ist ein Film. Also ich habe bis jetzt nur Filme gesehen, die so eine Optik hatten. Oder so einen Zeichenstil. Da hätte er aufhören müssen, oder sie aufhören müssen, dieses Fucking drin zu haben. Weil es war geil, so eine Zeit lang, aber hier wird es wieder zu viel. Sieht's aus. Aber muss man ehrlich sagen, geil von Jaden produziert, muss man ehrlich sagen. Hörte sich sehr gut an, der Song. Ne, wie gesagt, eigentlich bin ich ja nicht so einer, der auch so Unreleased-Dinger oder gerade auch zusammengeschnittenen Sachen, weil die zusammengeschnittenen Sachen auch öfter gar nicht mal so gut sind, muss man einfach wirklich sagen. Aber das Ding war wirklich gut, hat Spaß gemacht anzuhören und auf der anderen Seite, ey, wir Juice WRLD-Fans werden so lange vertröstet mit den neuen Alben, mit dem neuen Album, was das letzte Album sogar ist. Ey, so langsam reizt, ne? Ich brauchte neue Musik, muss ich ehrlich sagen. Deswegen machen wir mal hier eine Ausnahme. Vielleicht wird es auch öfter passieren, weil so langsam, ey, ich brauche neue Juice WRLD-Musik. Ich muss mir die ganzen Unreleased-Sachen anhören. Und warum dann keine Reaction dazu machen? Aber, wie gesagt, das Ding ist ein Zusammenschnitt. Und wirklich sehr geil gemacht. Trippies Part, mega geil, eingefügt. Geiler Beat, geile Melodie. Crazy. AMV-technisch, okay, coole Szenen. Auf jeden Fall coole Szenen. Aber, okay, hier ging es wirklich sogar noch, ne, mit den Effekten. Hätte ich mir gewünscht, dass da, außer hier der Wackeleffekt, der ein bisschen übertrieben war. Aber sonst davor, oh, ein bisschen extrem. Finde ich ein bisschen schade. Weil, hätte geil werden können, aber gut. Vielleicht beim nächsten Mal. Dann werden wir uns da sonst wiedersehen. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.